Von den kleinen Sternchen jetzt zu den richtigen großen, die man nachts sehen kann, falls keine Wolken davor sind. Wir besuchen eine Sternwarte. In diesem Sommer waren die lauen, klaren Nächte bisher eher eine Seltenheit. Wer dennoch gern einmal in die Sterne schauen möchte, kann das in Dresden-Loschwitz tun. In der kleinen Sternwarte auf der Plattleite, die nur ca. 10 Menschen fasst, beobachteten einst auch bekannte Forscher den Himmel. Als Manfred von Ardenne aus Russland zurückgekommen ist, hat er eben das Fernrohr mitgebracht, was hier eingebaut ist, und hat das hier hingesetzt an die Straße. Es handelt sich um ein Linsenfernrohr, 20 cm Linsenöffnung und 3 Meter Brennweite. Seit 1955 diente es dort Forschungszwecken. Doch nach der Wende war es um die Sternwarte still geworden. Im letzten Jahr weckte sie schließlich das Interesse des Physikstudenten Andreas Beutel. Hing so ein Schild draußen dran, Besucher unter der Nummer oder so, und habe da angerufen, aber da hat sich niemand gemeldet. Dann habe ich dann mal unter dem Institut selber angerufen und bin dann drauf gekommen und hat man mir gesagt, dass die leer steht seit 5 Jahren und dass ich sie aber kriegen könnte, wenn ich wollte. Und da das schon immer so ein bisschen mein Hobby war, da habe ich mir gedacht, das ist da was für mich, und habe halt angefangen, so seit September erstmal selber zu beobachten. Und dann kamen natürlich immer Anfragen, ob man da wieder rein kann, und Interesse war halt da, und da konnte ich es einfach auch nie so zurückhalten und habe das irgendwann dann eben auf den Druck hin aufgemacht und mache jetzt regelmäßig Führungen, also freitags immer 20.30 Uhr zurzeit oder im Winter dann um 19 Uhr und montags dann Gruppenführungen nach Voranmeldung, ist jederzeit möglich hier an der Sternwarte. Nun zeigt der zweimal wöchentlich lohnenswerte Amateur-Dias von großen und kleinen Himmelskörpern, Galaxien und der Erde. Dabei erfährt der Besucher viel Wissenswertes aus der Astronomie. Die Sternwarte ist allerdings nicht zu verwechseln mit der des Wissenschaftlers Manfred von Ardenne, die erst später gebaut wurde und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Wenn das Wetter mitspielt, wird manchmal auch das Dach aufgefahren. Dann kann der Beobachter das störende Licht der Straßenlaterne ausknipsen und seine Blicke ungetrübt gen Himmel richten. Kennen Sie Lottchen?